Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator, wieder mit dem Martin. Ja, bin dabei. Ja, ich habe dem Martin jetzt den Anhänger mal hingestellt. Denn mir ist aufgefallen, wir haben Kühe. Oh wow, er hat Kühe gefunden. Ja. Das Einzige, was ich jetzt noch finden musste, da der Frontlader. Mit der Schaufel. Die haben nämlich eine Sauberkeit von 0. Das ist schlecht. Das denke ich auch. Aber Mist und Gülle haben wir jetzt auch schon. Da können wir ja nachher Dünger draus machen, ne? Den brauchen wir ja auch bald. Ja, Spaß, ja, die erste Düngestufe mit Mineraldünger halt, ne? Ja. Oder muss Kompost machen. Den Mist kannst du in eine Kompostanlage kippen. Ja. Oder Stroh. Und kannst auch Kompost nehmen als Dünger. Aber da haben wir noch keinen Streuer für, ne? Doch, den habe ich wieder aktiviert. Du hattest doch da einen. Den Bergmann. Genau, den habe ich aktiv. Den umgeschriebenen, ja. Dass der Kompost mit rausbringt. Kompost, Kalk und. Den kannst du sogar als Kalkstreuer nehmen. Ah, okay. Vom Motzhalber haben wir den einmal in schwarz für Kompost und weiß für Kalk. Geht auch nicht ganz gut. 15 Meter, glaube ich, macht der Arbeitsbreite. Nicht das so wie der andere. Ordentlich, ja. Wo reicht der hin? Irgendwie sieht das falsch aus hier. Naja, mal gucken. Irgendwie sieht das so aus, als wenn ich mein Futter quasi mal, was ich gerade aufgesammelt habe, daneben streue. Das nimmt er nicht an. Du musst kippst ins Silage-Silo wieder rein. Doch, das nimmt er. Eigentlich nimmt er das an. Er muss auch den richtigen Punkt, da muss er den richtigen Punkt treffen. Genau in dem Feld eigentlich hochheben und dann ganz vorsichtig nach vorne kippen, dass er keine Haufen macht, sondern dass es verschwindet. Dann hast du den richtigen Punkt getroffen. Oder ist das bei dem sogar im Trog reinkippen? Ja, im Trog, ja. Muss genau über dem Trog also sein, sonst das nicht. Auf dem Testserver habe ich das immer gemacht. Da hat das mal einwandfrei funktioniert. Ja, mit dem Radlader habe ich es auch gemacht, mit der großen Schippe. Da hatte ich ja nachher vom Radlader die große Schaufel gehabt, die 25er. Da habe ich ja dann nachher die Waschanlage mit gefüllt und geleert. Oder das Ding ist einfach zu voll hier. Wenn das Futter voll ist, nimmt das auch nicht mehr, ne? Nee. Das könnte auch sein. 105.000 sind drin, ne? Die Silage geht, ist voll. Dann liegt's da dran. Dann musst du es woanders hinbringen. Oder hinmachen. Jetzt komme ich nicht mal ganz runter. Ich werde affig, ey. Das gibt's ja wohl nicht. Habe ich wieder ein bisschen überschätzt. So, dann baut das Fass. Für die Milch. Nachdem ich das Wasser dann mit Diesel ausgewaschen habe, kommt da jetzt Milch rein. Vorher noch ein bisschen Gülle. Ja, ein paar Gärreste. Ja. Sich auch lohnen, ne? Schön viel Vielfalt in der Milch. Wie lange weiter ist, dann darfst du den Anhänger wieder leer machen hier, das ist voll. Was, schon wieder? Da geht ja nur 50.000 rein in den Anhänger. Jetzt fahre ich erstmal die Milch. Dann bringen wir die Milch. Ja, bis dahin habe ich mein Ruder auch. Ja, die Gülle können wir da ja noch ein bisschen anhäufen, das ist ja nicht so schnell voll. Da passt ja ein bisschen was rein bei der Kühe. Ja, ich glaube, im Standard glaube ich sind 200.000, glaube ich, müssen reingehen.
Also so viele Na? Kühe hast du auch noch gar nicht. Nö. Ah, hier das frische Tabakfeld. So, hier hinten ist unser Milchmax. Da machen wir aus der Milch die Haarmilch. Und dann brauchen wir noch die anderen Transportwagen nachher, ne? Bevor wir die Gnocchis machen. Bevor sie verkaufen können, so muss man sagen. Nee, die Haarmilch können wir auch nicht transportieren. Also nicht mit dem, was wir jetzt haben. Ach, das war ja diese auch wieder diese andere Anhänger da lange, Genau, ne? und das genau wie das Öl, das musst du auch wieder separat. Und dann hast du noch wieder einen separaten für die Gnocchi. Na, ein bisschen aufwendig gemacht, ne? Aber macht nichts. Ja, sonst müsste sich das jedes Mal in die Standard oder in die Anhänger hier noch überall selber mit reinsetzen, ne? Ja. Naja, gut, aber oder ein Anhänger wirklich für diese ganzen Mod-Herstellungen oder Produktionen. Aber dass du da für das eine wieder den einen, für das andere wieder den anderen und das ist so ein bisschen. Ja, gut, ein Anhänger hast du für Flüssiges und ein Anhänger hast du für die festen Sachen. Ja, gut, stimmt. Ja, Milch und Öl und sowas, Stimmt, alles ja. Flüssigkeiten transportieren und das andere sind alles fest, ich sag mal, blöd gesagt, Feststoffe. Hier haben wir 15.000 Mist, haben wir jetzt hier drin. Das ist egal, das lassen wir noch drin. Anhänger weg, dann hole ich deinen ab. Ha, viel zu tun hier. Wundere nicht, dass der Chef hier Langeweile kriegt, wo er immer noch auf der Karte. Andere Nee. müssen arbeiten und der macht sich hier ein schönes Leben hier. Ja, das habe ich sonst gemacht, aber Naja, eben. hier wird das irgendwie Das nichts. ist jetzt vorbei. Der ist Ich auf den merke das Sack schon. gefahren. Hier noch rumlungern und hier anderen Leuten Arbeit geben und selber. Mein Chef muss man eigentlich immer über sein, das stimmt schon, aber. Ich fahre dir mal seitlich in dein Ruder rein, dann musst du den reparieren. Jo. Morgen 5 Stunden anfangen. Oh je. Ja, die schalten bei uns morgen 2 große Produktionshallen, schalten komplett Strom weg. Oh. Weil die da für die neuen Hallen die ganze Stromversorgung rumlegen. Also wenn morgen in der Frühschicht 2 komplette Hallen komplett tot. An der einen Halle hängt unsere ganze Ladestation für die großen Elektroseitenstapler dran. Ladecontainer, dann muss ich alle die ganze Überwachungsanlage runterfahren. Ja. Die um halb 6 das totschalten wollen, dann muss ich das vorher alles. Das kriege ich nachher Fehlermeldungen ohne Ende von der Anlage. Ja. Das sind insgesamt 6 Ladegeräte, 80 Volt, 200 Ampere. Cool, schafft was. Wenn die auf dem Schlag auf einmal wieder den Strom wieder einschalten und die springen alle gleichzeitig wieder an, weiß nicht, ob das so gut ist. Deswegen klemme ich die alle ab und wenn die dann den Strom einschalten, mache ich dann ein Ladegerät nacheinander. Ja. Ansonsten hast du wahrscheinlich Sicherung, AD. Ja, kann passieren. Kann passieren und muss aber nicht. Aber ich gehe Nee, lieber auf richtig. Nummer sicher. Ich sage, ich würde auch länger bleiben, wenn das bis Mittag nicht geschafft wird oder sage, ihr müsst mich dann anrufen, das kläre ich aber morgen früh alles. Jo. Naja, boah, ich könnte am liebsten schon um 3, 4 Uhr anfangen. Das ist so schön morgens. Schön kühl. So ab mir ja gut, morgen brauche ich eh nur bis Mittag arbeiten. Dann wird schon interessant. Wir dürfen ja auch eigentlich auch nicht die Hosen hochkrempeln. Weißt du? Im Produktionsbereich. Ja. Der letzte Spruch war von einem, dann, ihr dürft nicht die Hosen hochkrempeln, wenn er jetzt irgendwo gegenläuft. Ja, du, das tut genauso, wie wenn die Hose runter ist oder hoch ist. Ja, Sag, richtig. wie tun, tut's trotzdem. Richtig. Ich sag, du, ich sag, irgendwo wär, ist ja mal ganz schön, wenn mal so ein bisschen Luft von unten reinkommt. Ich sag, die Luft steht bei uns in der Halle mit 30 Grad oder 35 Grad, was da drin sind. Ich sag, ich kann mich auch auf den Rücken legen. Ich sag mal gucken, was dann passiert. Ich sag, wenn ich einen Ja. Schlag kriege hier. Ja, so schlau reden können sie alle. Das ist das. Ja.
Aber es soll ja irgendwann übernächste Woche oder nächste Woche soll schon so langsam wieder mit Temperaturen mal ein bisschen. Anfang der Woche war es gut. Es war zwar warm, sag ich mal, so wie jetzt, aber die Luft war besser. Was dieses Drücken denn nicht gab. Dies ist ja jetzt schon, da war das ja nur auf Gewitter. Luft wird so drückend. Also in den Ladecontainern haben wir ja Thermometer alles mit eigentlich jetzt mit reingesetzt, digitale 55 Grad Temperatur. Ich kriege Warnmeldungen, wenn die Ladegeräte zu heiß werden. Dann kriege ich, wenn die auf dem Leistungsteil haben, die Temperaturfühler drauf. Die kriege ich die erste Warnmeldung, wenn auf dem Leistungsteil, also zwei Stück drinne, und dann bei 75 Grad kriege ich die ersten Warnmeldungen schon. Ja, da herrschen schöne Temperaturen drinne. Ja. Im Wetter, die heizen sich auch schön Das. morgens auf, da steht voll die Sonne drauf morgens. Oh, super. Da sind da keine kleinen Batterien drin, 80 Volt, 1320 Ampere. Das ist schon eine Hausnummer, sag ich mal. Ja, ein bisschen, ja. Hakenlift hatten wir, ne? Ja, ist im. Denn. Dann hole ich mir diesen Hakenlift-Container für die Produktion. Jo, mach doch. Zumindest für eine habe ich den da drin. Das ist dann Einer. für die Rohstoffe, aber den selber für die Gnocchi, den habe ich jetzt noch nicht gefunden. Nee, das ist, glaube ich, ein ganz normaler Drehschemel, ne? Anhänger. Ja, der andere ist hier drin, der hat aber das gleiche quasi. Ja, wir hatten noch, wo wir probiert haben, auch den als Hakenlift geholt. Da haben wir doch den Aufsatz haben wir doch runtergestellt und dafür haben wir den anderen hochgezogen. Ja, aber ich sehe hier gerade, der kann das Öl transportieren, der kann Brot, der kann Reibekuchen, der kann Krautsalat, Papier, Bier, Schnaps, Joghurt, Haarmilch und Zigaretten. Aber der Rest fehlt noch. Ach da ist er mit Gnocchi. Der Container-Trailer. Der kann Gnocchi, der andere nicht. Ja, deswegen waren wir noch den, Ja. haben wir noch die beiden gehabt. So, und der braucht da auch wieder einen Dolly. War doch so, ne? Brauchte der einen Dolly? Den Also ich laut, hatte. vom Bild her braucht er zumindest einen. Ich fahr mal hin. Hittütü. Ja, dass wir die dann schon mal zumindest vorbereitet haben. Ich bin gleich fertig hier. Zweimal rum. Jo. Jo, da brauchen Dolly. Dann kaufe ich noch ein Dolly. Der wird uns auch nicht umbringen. Ja, du könntest ja den vom Wasserfass rausnehmen, muss ich das mal umhängen, ne? Naja, das ist ja. Dann lass es lieber so stehen und den einen Dolly für 9000, der frisst uns nicht auf. Ich sag ja, zwei Anhänger Nockis verkaufen, da bist du wieder locker Ja. in den schwarzen Zahlen, ne? Ja. So, den bringe ich dann auch erstmal zum Hof. Da lassen wir die Produktion vorher noch ein bisschen arbeiten. Bevor wir da jetzt schon wieder alles leer machen. Nö, das war noch ein bisschen.
Einmal alles durchpowern, ne? Das Mehl muss ich sowieso mit dem normalen Kipper abholen. Ja, einmal das und die Haarmilch muss ich auch noch holen. Ja. Habe ich ja gerade das hingebracht. So. So, the last Reihe. Dein Anhänger war auch schon wieder voll eben, ne? Ja, nicht ganz. Ich glaube, alles kriege ich jetzt nicht wieder rein. Also das Aber du Problem. kannst wahrscheinlich schon wieder was in die Anlage kippen. Ich guck da mal gerade drauf, wie weit er ist. Oh, ist das Ding laut. Ha, 5000. Sind raus. Ja. Ja, ich habe jetzt aber schon. Mal gucken, was ich jetzt, wenn ich die Anhänger jetzt ganz voll mache, was hier im Tank noch drinne bleibt. Vor allem witzig, dass wir gleich mit der Gnocchi-Produktion anfangen, ne? Ich sag mal, ist die einfachste. Ja. Da, voll. 8000 habe ich noch drinne. Ah, ein bisschen was kannst loswerden. Ja, toll, nützt ja nichts, muss ja trotzdem mit Anhängern nochmal hin. Ja, macht ja nichts, aber du musst ja eh zum Hof fahren. Ich mache jetzt den Anhänger leer, in der Zeit kannst du da hinten einmal abkippen. Oh, gut. Und dann kannst du nochmal reinkippen und dann fahre ich das nochmal da rein und dann sind wir fertig. Dann wird nochmal Dann morgen gewaschen. wieder so. Na, besser als wenn einer jetzt irgendwo wartet. Warten ist nichts gut. Zumindest sagt das mein Chef immer. So, ich bin Ali. Dann weht's hoch. Ah, da ist er. Genau die andersrum um die Halle gefahren. Tja. Ich bin unterwegs. Jo. So. Jetzt müssen wir das Ding nur noch irgendwo unterstellen. Nö, wo wir Ach ne, ist ja zurückgehen. gemietet, ja. Ach, stimmt ja, war ja was. Erstmal ist er noch gemietet. Wenn wir die Nockis gekauft haben, dann verkauft haben, ein paar Ladungen, dann können wir uns einen Roder kaufen. Ja. Oder erstmal den Häcksler. Für die Pappeln oder was? Ja. Den werden wir ja auch noch anderweitig nachher mal brauchen, denke ich mal. Guck mal, ich bin schlauer, ich habe die Tür zugemacht. Aber da würde ich ruhig den Mod hochladen, den wir auf dem Server haben. Okay. Den mit den Pack, weil dann kann man nämlich den Häcksler auch nehmen zum Mais, falls er mal Mais häckseln. Dann kannst du nämlich den Häcksler dafür nehmen, ist ja nur der Vorsatz, ist ja geändert. Ja. Ne, Zuckerrohr brauchen wir gar nicht, ne? Puh, eigentlich nicht, dass ich jetzt wüsste. Beim Produktionsmäßig ist da irgendwo was? Ne, nimm. Doch, warte mal, irgendwas war da. Warte mal, muss mal ein bisschen bilden hier. Ich So. meine, das irgendwo gesehen zu haben. Oder war das auf einer anderen Karte? Zuckerrohr. Für Zucker. Ja, logisch. Zucker und Wasser und Zuckerrohr und Zuckerrüben macht Zucker. Ah, okay, da brauchst du das auf jeden Fall. So, wozu brauchen wir denn Zucker? Joghurt. Da Mindestens nix, Joghurt. da nix. Rum. Rum, okay. Also müssen wir haben, müssen Zuckerrohr, wir haben. Zuckerrohr brauchen wir da, Zucker und Wasser. Also brauchst du nochmal Zuckerrohr. So,
Dann brauchen wir für Joghurt, brauchen wir Kirschen, Pflaumen, Zucker, Milch. Alle Milch. Ja, Sirup. Pflaumen und sowas machen wir ja mit Kompost da oben. Das Kompost oder kann. mit Mist? Dafür kannst du den Mist eigentlich von den Kühen verwenden, normalerweise. Sowohl als auch. Diesel haben wir 13,5 drinne. Mittlerweile schon. Ah ne, Kompost und Torf brauchen die. Oder so war das genau. So, und Torf müssen wir unten das Torfwerk in Betrieb nehmen und damit Diesel füllen. Oh, 13.500 Diesel haben wir. Sehr schön. Ja, dann wären wir erstmal durch. Jo. Oh. Achso, hier ist auch. Ja, hier kommt ja auch Kompost raus. 11.000 gewaschene Kartoffeln haben wir schon. Die Haarmilch ist durchgelaufen. Die Mühle läuft noch. Speiseöl ist auch noch lange nicht fertig. Okay, dann würde ich Gucken wir sagen. mal einmal, wir gucken noch einmal schnell, erstmal gucken wir mal, was jetzt momentan der Preis so ist für die. Interessiert mich ja mal für die Für Gnocchis. Gnocchis? Ziemlich hoch wahrscheinlich. Speiseöl. Nö, ist gar nicht so hoch. 10.000. Boah, nicht so hoch. Nee, aber schon mit 14.000 verkauft, Ja gut, okay, wo wir getestet haben. aber 12. es ist trotzdem ordentlich. Ist Wahnsinn. Ja, siehst du aber auch, was du für einen Aufwand betreiben musst, und das alles Ja. erstmal. Was haben die Reibekuchen? Die dürften ungefähr irgendwo gleich sein, ein bisschen weniger. Zwischen 6 und 8. Ach, guck mal, weil da brauchst du nur die Kartoffeln, Zwiebeln und Öl. Okay. 9.000. Gewaschene Kartoffeln oder was? Nein, normale Kartoffeln. Okay. Musst aber halt noch Zwiebeln haben, ne? Und halt das Öl. Wir machen es ja sowieso schon Ja, hierbei. da müssen wir gucken, dass wir die Ölproduktion irgendwie immer in Gange halten. Weil das brauchen wir doch relativ viel, so wie ich das sehe. Ja, Krautsalat brauchen wir das. Dann brauchen wir das bei den Reibekuchen. Dann brauchen wir das bei den Gnocchi. Und ja gut, das war's. Aber trotzdem, das ist doch eine Menge für die eine Produktion. Die hat jetzt 17.500 hergestellt. 18.000. Mehl haben wir 44.000. Also die arbeitet auch noch definitiv langsamer. Naja, dann schauen wir uns alles in Ruhe an, würde ich sagen. Ja, wir wollen ja noch öfter was machen hier jetzt. Ja, bis hier überall Zahlen stehen auf der Tafel. Oh ja. Und nirgendwo mehr eine Null. Und dann kommt LS21. Nee, 23. Gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss, bis bald.